Das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook aus diesem Video verfügt über ein mattes 14 Zoll Full HD Display mit einer Bildschirmhelligkeit von 220 Nits. Da es sich um ein TN-Panel ohne IPS-Technologie handelt, verändern sich sowohl die Farben als auch die Helligkeit je nach Blickwinkel deutlich. Gepaart mit der insgesamt geringen Bildschirmhelligkeit wird beim Blick auf dieses Display der erhebliche Qualitätsunterschied zu einem IPS-Display deutlich. Ich persönlich würde euch daher immer von einem TN-Panel abraten und euch den Aufpreis für ein Chromebook mit Full-HD IPS-Display empfehlen. Immerhin, der USB-C-Anschluss des IdeaPad 3 Chromebooks überträgt auch die Bilddaten, sodass ihr beispielsweise mit einem USB-C auf HDMI-Kabel auch einen externen und deutlich besseren Bildschirm anschließen könnt. Auffällig ist, dass sich das IdeaPad 3 Chromebook, anders als bei modernen Chromebooks üblich, nicht komplett um 180 Grad aufklappen lässt. Das muss nicht unbedingt stören, bringt aber eine weitere Einschränkung mit sich, wo es beim TN-Panel ja gerade auf die richtige Einstellung des Blickwinkels ankommt. Das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff, wirkt aber ordentlich verarbeitet und setzt durch das teilweise geriffelte A-Cover auch optisch interessante Akzente. Die Tastatur ist nicht hintergrundbeleuchtet und macht einen einfachen, aber soliden Eindruck. Das Touchpad hat einen ordentlichen Klick, macht aber bei leichten Berührungen einen minimal wackeligen Eindruck. Neben der Tastatur sind links und rechts zudem die Lautsprecher angeordnet, die für eine starke Lautstärke sorgen und einen für mich akzeptablen Sound für einen Einsteiger Chromebook liefern. Ein nettes Gimmick für ein so günstiges Chromebook ist der mechanische Schieberegler, mit dem die Webcam des Chromebooks ganz einfach abgedeckt werden kann. Ein USI-Stift kann mit dem IdeaPad 3 Chromebook nicht verwendet werden. Als CPU ist ein MediaTek MT8183 verbaut und es sind 4 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB eMMC-Speicher mit an Bord. Da es sich bei dem Prozessor um eine besonders effiziente und energiesparsame ARM-CPU handelt, verspricht Lenovo eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Zudem ist das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook dadurch lüfterlos und somit lautlos. Außerdem kann dadurch kein Staub über einen Lüfterschlitz in das Innere geraten. Mit lediglich einem USB-C und einem USB-A-Anschluss sowie einem Audio-Klinkenstecker und einem Micro-SD-Karten-Slot protzt das IdeaPad 3 nicht gerade mit Anschlüssen. Immerhin ist die obligatorische Buchse für ein Kensington-Schloss mit am Start. Außerdem verfügt es über Bluetooth 4.2 und den WLAN-AC-Standard. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos gibt Google an, dass das IdeaPad 3 Chromebook noch bis Juni 2028 mit Updates versorgt wird. Alles in allem ist das IdeaPad 3 Chromebook von Lenovo ein solides Einsteigergerät, bei dem vor allem die sehr energieeffiziente ARM-CPU von MediaTek positiv heraussticht. Unübersehbar ist aber natürlich dieses gruselige TN-Panel, weswegen ich persönlich dieses Chromebook niemandem mit einem guten Gefühl empfehlen kann. Abgesehen von meiner persönlichen Präferenz könnte das IdeaPad 3 Chromebook aber trotzdem interessant für dich sein, wenn du es beispielsweise an einem externen Monitor nutzt und das Display somit eine untergeordnete Rolle für dich spielt. Wenn du ein Chromebook für YouTube oder Netflix suchst und keinen externen Bildschirm verwendest, dann ist diese Variante mit TN-Panel definitiv ungeeignet für dich. Für einfache Tätigkeiten in Google Tabellen oder einfache Linux-Programme wie LibreOffice reicht das Chromebook aber allemal. Außerdem kannst du Cloud-Gaming-Dienste wie Google Stadia nutzen und beispielsweise an einem externen Bildschirm flüssig zocken. Wenn der Preis unter 200 Euro liegt und wenn du dir der genannten Schwächen bewusst bist und diese in Kauf nimmst, dann könnte das IdeaPad 3 Chromebook aus diesem Video vielleicht doch eine preiswerte Alternative sein. Du möchtest dir das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook aus diesem Video kaufen? Dann schau unten in meine Beschreibung. Ich habe dir das Angebot von NBB dort verlinkt. Wenn du mit dem Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook die kleinere 11,6 Zoll Variante kennenlernen willst, dann klicke jetzt auf das linke Video. Wenn du mit dem Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook ein deutlich höherwertiges Chromebook kennenlernen willst, dann klicke jetzt auf das rechte Video und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.